Morgen, ich heiße Tobi und ich bin schwul. Der Moment, als ich wusste, dass ich auf Jungs stehe, war, als ich mit 13 meine allerersten Erfahrungen hatte mit einem Jungen und nicht mit einem Mädchen. Und da wusste ich genau, das ist das, was ich will. Ich für mich selbst hatte nie ein Problem, zu akzeptieren, dass ich schwul bin. Es war eigentlich eher das Gegenteil. Ich war stolz darauf, schwul zu sein. Es war das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Das größte Problem war das Coming Out bei meinen Eltern, das ich hatte. Nachdem ich mich geoutet habe bei meinen Eltern mit 18 Jahren, haben meine Eltern relativ schwierig reagiert und mein Vater hatte ziemlich große Probleme damit. Aber mittlerweile haben sie es akzeptiert und alles ist gut. Meiner Meinung nach mangelt es in der heutigen Gesellschaft immer noch sehr an Toleranz Homosexuellen gegenüber. Und da wäre mein Wunsch, dass sowohl in gesellschaftlicher wie auch in politischer Hinsicht nur noch Menschen gesehen werden und nicht mehr die sexuelle Orientierung. Ich engagiere mich im Verein Friedelich hier in Nürnberg in der Jugendinitiative für junge Lesben und Schwule, weil ich damals, wie ich mein Coming Out hatte, relativ alleine war und deswegen diese Hilfestellung jetzt den jungen und lesben Schwulen bieten möchte, die heute ihr Coming Out haben. Was ich Jugendlichen empfehlen kann, die gemerkt haben, dass sie schwul oder lesbisch sind, ist im ersten Schritt sich erstmal jemanden anzuvertrauen, um Rückhalt zu haben, zum Beispiel der besten Freundin. Im zweiten Schritt würde ich mich dann im Internet informieren, zum Beispiel unter dbna.de, du bist nicht alleine. Und im dritten Schritt kann man sich dann in eine Jugendgruppe trauen, zum Beispiel in unsere, für junge Lesben und Schwule. Oh. So